Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chroniken von Griesbach. So, wir haben hier ein paar Kartoffeln reif. Die wollen wir natürlich hier selbstverständlich auch ernten, weil wir die Kartoffeln brauchen. Das ist klar. So. So, das ist gut. Pop, 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 pop. So, sehr gut. Kartoffeln sind fertig. Das haben wir erledigt. Haben wir noch Platz im Inventar? Nein. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Das ist schlecht. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir das Inventar leeren. Und hier schnellstens. Na du. Platz kriegen. Wir haben keinen Inventarplatz mehr. Das ist aktuell das Problem. Giftige Kartoffel. Da haben wir auch nochmal Kartoffeln, das ist gut. Hier haben wir noch Ofenkartoffeln, das ist auch gut. Haben wir noch Platz? Ja. Das kann rein. Dann kann das hier bei Bruchstein rein. Das kann bei Bruchstein rein. Ist in Ordnung. Tintbeutel, Smaragd haben wir nicht mehr, ne? Holzkohle haben wir nicht mehr. Okay. Müssen wir gucken, wie wir es am besten anstellen hier. Weil momentan ist hier der Platzmangel echt heftig. Ich würde sagen, wir bauen nochmal weitere Kisten. Sollen wir aus Eichenholz machen oder? Pass auf, wie in dem Birkenholz. Wie im Birkenholz machen wir noch mal weitere Kisten. Aber wir brauchen den Platz hier. Packen wir mal hier hin. Erstmal Doppelkisten. Reicht ja vollkommen. Um hier erstmal ein bisschen Platz zu schaffen. Einfach nur ein bisschen Platz schaffen, Leute. Wir brauchen gerade nicht so viele Spitzhacken, die können weg. Äxte brauchen wir gerade auch nicht. Pfeile brauchen wir gerade nicht. Das ist dann in Ordnung. Ich glaube, hier machen wir noch das eine. Oder haben wir das schon? Das haben wir schon. Okay, dann kann das auch weg. Dann kann das auch weg. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Haus gestalten soll. Mensch, das Dach hier. Hier unten ist alles relativ gut. Damit bin ich zufrieden. Womit ich nicht zufrieden bin, ist das Dach hier. Das Dach, da bin ich nicht mit zufrieden. Das kriegen wir aber vielleicht auch noch irgendwie hin. Ein Server machen? Ich bin am überlegen, ob wir das noch ein Server machen, Leute. Ein Server machen eventuell. Ist schwer zu sagen, ne? Ist verdammt schwer zu sagen. Ich würde mindestens eine dicke Höhe von 4 machen. Oder wir machen hier kein Dach rein. Das wäre auch eine zweite Etage rein. Ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, da lassen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen. Ich habe da jetzt gerade ehrlich gesagt keine Idee zu. Ich habe da ehrlich gesagt gerade keine Idee zu, Leute. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir machen ja oben aber mal Licht hin. Das auf jeden Fall. Damit das auf jeden Fall in Ordnung ist. Können die hier rüber? Ja, die können hier rüber, ne? Schauen wir mal. Müssen wir gucken.
Was ich auf jeden Fall jetzt machen würde, wäre nochmal Bambus holen. Tintenbeutel ist nochmal da. Bambus ist nochmal da. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Ja, das Dorf Griesbach wird immer größer. Griesbach wird immer größer. Das ist schön. Ja, denen gefällt das Haus hier, ne? Sollen wir die zweite Etage lassen? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sonst bauen soll. Ich weiß nicht, wie ich das sonst bauen soll, ihr Leute. Das ist das Problem. Ich überlege mir da mal auf was. So, bezüglich weiteres Fortfahren. Der Kollege braucht 19 Smaragde für Plünderung 3. Oder 9 für Bücherregal. Wir hatten aber doch noch den anderen mit Glück. Wie viel Smaragde wollte der haben? Jetzt mal kurz gucken, wo der Kollege ist. Beziehungsweise der Kollege müsste auch nochmal gelevelt werden. Dafür bräuchten wir aber Eisenbarren. Oder 36 Smaragde für die Glocke. Hätten wir viele Glocken wahrscheinlich, aber okay. Das wäre jetzt nicht das große Problem. Lass mich mal raus, danke. Wo ist eine andere Bibliothekar, der mit Glück hatte? Den bin ich jetzt gerade am Suchen. Wir hätten zwei Bibliothekare mit Glück. Beziehungsweise einen Bibliothekar mit Glück, das weiß ich. Das ist der eine. Wir hatten noch einen Bibliothekar mit Glück. Da hinten läuft einer rum. Was machst du denn hier oben? Ja. Fackel platziert. Sehr gut. Hier so. Flamme. Da. Glück 2. 25 Smaragde. Wir haben nicht wirklich viele Smaragde. Aber das würde Papier tauschen gegen Smaragde. Das wäre natürlich nicht schlecht. Hätte Plünderung 3. Passt auf, passt auf. Wir wollen jetzt nochmal gucken, dass wir nochmal zwei Bibliothekentische bauen. Hier rein schon mal setzen und dann sollte es erstmal funktionieren. Passt auf, das machen wir jetzt als erstes. Wie gehen die? Pult heißt es, glaube ich. Pult. Genau. Bücherregal. Oha. Bücherregal und die Bretter. Okay. Also die Stufen. Na gut, kriegen wir hin. Das heißt, wir bräuchten Leder. Das heißt, wir bräuchten Weizen. Das heißt, da ist ein Tintenbeutel, die sogar zwei. Sehr gut. Werden wir alles brauchen. Werden wir alles brauchen, Leute. Weizenkörner, zack. Da ist noch Weizen fertig. Ist da oben noch Weizen? Da ist noch Weizen fertig. Sehr schön. Dann können wir jetzt die Kühe füttern nochmal. Die Kühe können wir nochmal füttern. Aber wir brauchen noch einiges an Leder. So, gut. Kühe ohne Ende. Geht raus. Geht weg.
So, die Sonne geht jetzt gleich unter. Wir werden einmal nächtigen. Wir brauchen eine ganze Menge Leder. Schlafen im neuen Haus. Kommt, wir schlafen im neuen Haus. Nicht herunterspringen, Kollege. So. Dann schlafen wir mal eine Runde. Ist jetzt hier runtergesprungen oder was? Also folgendes, ich würde hier gerne das mit der Treppe sein lassen. Dann haben wir hier Platz für dafür die Betten. Haben wir da Platz für die Betten, ne? Wartet, ich mache noch was anderes. Optionen. Chat-Einstellungen. Das nervt mich ein bisschen. Ja, wir müssen gucken, dass wir es irgendwie hier regeln. Oh, der tanzt. Der ist am Tanzen. Ja, ist ja gut, Kollege. Wo ist der hin? Springen die hier an und runter oder was? So ist das nicht der Sinn der Sache. So ist das nicht der Sinn der Sache, ne? Die Fläche dieses Hauses ist zu klein, wir können nicht so groß bauen. Das sieht dann nicht aus. Wisst ihr? Klar, ich würde hier gerne ein Regal hin haben. Das ist ein Tintenbeutel. Die Tintenbeutel holen wir uns, Leute. Immer alles holen, was man kriegen kann. So, an sich sieht das Dorf ja schon mal relativ cool aus. Das, was mich stört, ist nur hier, wie gesagt, das Dach. Das stört mich total irgendwie. Das ist schlimm. Wenn wir das Bett da draufsetzen, dann ist das Bett da. Wenn wir hingehen und hier nochmal eine zweite Etage bauen, beziehungsweise hier jetzt hingehen. Und aus Bruchstein, sollen wir es Bruchstein machen oder wie sollen wir es machen? Pass auf, wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir hätten die Möglichkeit aus Stein, gebrannten Stein. Aber noch Stein. Glatte Steinstufe, ne? Andesit. Granit, Stein. Da haben wir noch Stein. Perfekt. Könnten wir Steinstufen machen? Damit könnten wir eventuell dann den Balkon machen für das Haus. Ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Okay. Neuer Tisch zur Verfügung. Okay. Kein Problem. Geht klar. Also folgendes.
Wir wollen hier einen Balkon hinmachen. Das hat die sowieso vorgehabt. Theoretisch. Theoretisch praktisch. Ne? Das heißt. Dass wir uns jetzt erstmal Gerüste bauen. Wir haben doch zwei, drei Fäden da. Wir haben zwei, drei Fäden da irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo, ne? Da. So, huha. Ne? Ich weiß nicht, wer das macht. Irgendwer hat das gemacht. Uha. Wie war das? So, ne? Genau. Perfekt. Dann haben wir jetzt 24 Gerüste, das ist in Ordnung. Die Pferden können weg, die Tintenbeutel können auch weg. Das ist schon heftig, dass man hier ein Zeug zusammenkriegt. Okay. Na gut, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Also, wir wollen hier einen Balkon hin machen. Der wird natürlich hier rausgefüllt. Das Dach muss weg hier. Sieht das aus? Nee, das sieht nicht aus. Dann muss das Dach auf jeden Fall dahin. Nein, nicht so. Nicht so, Leute. So, genau. Sollen wir noch weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall hier weitermachen. Und über die Länge gehen noch. Relativ ordentlichen Balkon. Was natürlich hinderlich ist, ist, dass wir keine Steinstufen mehr haben. Holen wir uns. Den ganzen Dreh hier aufsammeln. Wir brauchen neue Steinstufen. Machen wir uns mal eben schnell. Sollen wir mehr machen? Wir machen mehr. Sind hier sowieso nicht mehr viele Steine da, ne? Gut, wir machen aber in der nächsten Folge weiter. Ihr seht gerade, die Folge ist vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Servus und Tschüss.